Ja, herzlich willkommen zur Online-Medienmanagement-TV-Sondersendung. Heute sind wir live vor Ort auf der Media Night der Hochschule der Medien. Im Rahmen der Media Night stellen die Studiengänge der HDM ihre neuesten Projekte und Produktionen vor, so auch wir von Online-Medienmanagement. Genau, heute erwarten uns folgende Themen. ZIM, eine Dokumentation über den Künstler und Austauschstudenten an der Hochschule der Medien. Dann Arrow and Beast, ein Skate-Shop im Herzen Stuttgarts. Fashion Blog für Männer. Wie das alles funktioniert, haben meine Kommilitonen Stefan Lodder von Fashion Box interviewt. Und natürlich die Media Night der Hochschule der Medien. Was es genau damit auf sich hat, erfahren wir auch. Wir kommen gleich zu unserem ersten Programmpunkt. Dazu begrüße ich die Frau Hupp von der ITM Beratungsgesellschaft. Sie wird uns den ersten Programmpunkt mal kurz vorstellen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wie schon vorgestellt, mein Name ist Sandra Hupp und ich bin Vertreter von der ITM Consulting. Und die IDM Consulting hat die Ehre, die heutigen Preise zu verleihen. Ich habe von den zuständigen Professorinnen schon gehört, dass die Präsentation der Case Study die letzte Woche ein super Erfolg ist. Für mich muss ich sagen, ist es das erste Mal, dass ich auf dieser Media Night dabei bin. Und ich bin sehr gespannt, wie die Kurzfassung jetzt von dem Pitch abläuft. Und wünsche den Teams jetzt schon mal großen Erfolg. Und sie sollen sich freuen auf die schönen Preise, die wir ihnen dann nachher verleihen werden. Also viel Erfolg. Die Studenten des zweiten Semesters haben unter anderem eine Case Study im Fach Online-Medienmanagement durchgeführt. Aufgabe war es, in Verbindung mit der ITM-Beratungsgesellschaft aus Stuttgart zwei fiktive Unternehmen zu einem neuen zu fusionieren. Dabei musste die Organisationsstruktur, die IT-Systeme und alles weitere, was zu einer Fusion gehört, bedacht werden. Auch neue Geschäftsideen sollten entwickelt und vorgestellt werden. Neben einer großen Präsentation vor den Professoren müssen Sie heute innerhalb kürzester Zeit einen Pitch vor der Geschäftsleitung halten. Auf das beste Team wartet ein Preis. Schönen guten Abend. Wir sind die MCON Consulting Group und wir sind davon überzeugt, dass wir die Economy Weekly retten können. Und warum? Ganz einfach, weil wir zum einen ein junges und innovatives Team sind, das genau weiß, was in den Köpfen der Zielgruppe der Economy Weekly vor sich geht. Wir hinterfragen alle Abläufe und Strukturen Ihres Unternehmens und versuchen, jedes Verbesserungspotenzial zu finden. Wir empfehlen Ihnen die Entwicklung von genau einer App, und zwar durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen Economy Weekly und Business Factors. Der Content der App wird sozusagen über eine Paywall in den Webauftritt mit eingebunden. Das erreichen Sie über eine interne Datenstruktur, die einheitlich gestaltet wird, durch die Einführung eines Enterprise Content Management Systems innerhalb von 2 bis 3 Jahren. Außerdem werden die redaktionellen Inhalte beider Parteien in einer zentralen Datenbank eingepflegt, um diese effektiver miteinander verknüpfen zu können. Für die Umsetzung und Wartung dieses Systems führen wir eigens eine IT-Abteilung ein. Ja, die Economy Weekly wird es in 3 verschiedenen Angebotstypen geben. Zum ersten das S-Paket. Das S-Paket wird das kleinste Paket sein. Es wird eine Lizenz beinhalten und entweder die App oder das E-Paper. Das M-Paket wird 2 verschiedene Lizenzen enthalten und das größte Paket, das L-Paket, wird 3 Lizenzen beinhalten, die App, die Printausgabe und alle Zusatzinformationen kostenlos. Qualität hat seinen Preis. Und im Verkauf von Content sehen wir enormes Potenzial. Das Ganze wird beruhen auf einem Freemium-Modell, sprich Schlagzeilen, tagesaktueller Konsens und Agenturinhalt wird kostenlos sein, aber Premium-Konsens wird kostenpflichtig sein. Und genau so wollen wir die neue Zielgruppe der Economy Weekly erreichen und somit steht einer Fusionierung dieser beiden Unternehmen nichts mehr im Wege. Vielen Dank. Und wie ich höre, haben wir schon die Ergebnisse vom Pitch gerade eben. Darum würde ich die Frau Rupp von der ITM wieder zu mir bitten, damit sie gleich weitermachen kann. Also die Entscheidung ist uns natürlich nicht leicht gefallen, weil alle Teams wirklich super waren und die Case Study also sehr gut vorgetragen haben. Wir haben uns für Team 3 entschieden. Das waren die Damen mit ihrer Präsentation.
und auch der Broschüre, wenn ich jetzt richtig liege. Herzlichen Glückwunsch. So, warum haben wir uns für eure Bearbeitung entschieden? Also zum einen natürlich, das war ein überzeugendes Konzept, definitiv. Ihr habt eine schöne Präsentation gemacht. Wenn man überlegt, dass es ja ein Pitch ist und der eben vor der Geschäftsführung präsentiert werden muss, wird, dann braucht so eine Geschäftsführung auch mal ein bisschen Futter an Daten und auch was in der Hand, eine Präsentation. Und das habt ihr sehr schön bearbeitet und eben wirklich sehr überzeugend rübergebracht. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass die ITM dafür auch einen kleinen Preis dann eben mitgebracht hat. Wir haben uns was überlegt und ich hoffe, das freut euch. Vielleicht greift da einfach mal jeder einmal rein. Geht die Tüte vielleicht mal so weiter. Das ist ein Gutschein von Amazon, den ihr euch gerne einlösen könnt, über 50 Euro jeweils. Und wir haben euch zu danken für eine schöne Präsentation und wünschen euch viel Spaß beim Lesen oder was auch immer ihr mit dem Gutschein anfangt. Okay. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es ums Valimax 35mm T1.5 gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Hallo, ich habe heute wieder ein neues Video für euch und zwar ein Aufgebrauch-Video. Ich bin Max, ich bin 18 Jahre alt, studiere an der HDM Online Medienmanagement und habe den YouTube-Kanal Epic Reviews. Der hat inzwischen so 4400 Abonnenten und darauf zu sehen gibt es eben Technik-Reviews, Unboxings teilweise auch, also alles so, was das Technikherz begehrt, so ein bisschen mit Fokus auf DSLR-Equipment, Video und eben auch Apple. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es ums 2013er MacBook Air in der 13 Zoll Variante gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Technik Reviews ist jetzt so, dass ich nicht so der komplett Übermensch bin, was Technikkompetenz angeht. Es sind einfach ehrliche Reviews von Leuten, die die Sachen wirklich benutzen, über einen Zeitraum dann auch vielleicht zur Verfügung gestellt bekommen und dann eben ihr eigenes Fazit dazu abgeben. Hallo, ich bin Marie und ich bin 20. Mir gehört der YouTube-Kanal Snookiful und ich studiere im Moment Online-Medienmanagement an der Hochschule der Medien in Stuttgart und mein Kanal hat im Moment eine Größe von ungefähr 52.000 Abonnenten. Also auf meinem Kanal lade ich Videos hoch, die sich mit im Prinzip allen beschäftigen, was Mädchen interessiert oder Frauen interessiert. Also sei es Schminke oder seien es Klamotten oder vielleicht auch irgendwelche Tipps, zum Beispiel irgendwelche Hautpflegetipps oder Tipps, um die Haare schneller und gesund wachsen zu lassen. Hallo, ich habe heute wieder ein neues Video für euch und zwar ein Aufgebraucht-Video. Ich habe jetzt wieder eine ganze Weile lang gesammelt und irgendwie anderen, da geht es total schnell. Bei mir, ich muss immer so lange mein Zeug zusammensammeln, aber jetzt hat sich wieder einiges da gefunden in meiner Tüte und das zeige ich euch jetzt heute. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also YouTube ist für mich einfach irgendwie eine coole Plattform, auf der man sich austauschen kann, also weil ich sehe das als einen Austausch und jetzt nicht irgendwie, dass ich da der Oberguru bin und alles weiß so, sondern ich sage halt irgendwie, was ich weiß. Und dann kommt das Feedback zurück und ich kann auch total viele Tipps aufnehmen sozusagen von aus den Kommentaren jetzt, die ich bekomme. Motivieren tut mich einmal die Begeisterung für Technik. Also ich freue mich immer, wenn ich neue Technik-Sachen in meinen Händen habe. Andererseits aber auch der Kontakt mit der Community. Also es gibt ja inzwischen relativ viele Leute, die dann auch sagen, hey, das machst du gut. Es gibt aber auch Leute, die sagen, hier, mach das und das bitte besser. Hater habe ich jetzt noch keine, das finde ich ganz, ganz cool. Da gibt es auch andere Fälle, aber größtenteils, wie gesagt, der Kontakt mit der Community und die Begeisterung so für Film und Technikprodukte. Also für mich ist das Schwierigste an diesem ganzen Kommentaraustausch und so, sich jetzt gerade das Negative nicht so zu Herzen zu nehmen und auch nicht sich zu sehr zu verteidigen, sondern halt wirklich einfach so sein Ding zu machen. Das ist irgendwie nicht so einfach, wenn man dann von da kommt das, von da sagt der das und dann da irgendwie so trotzdem meinen Weg zu finden, das ist irgendwie manchmal ein bisschen schwierig.
Also es gibt ja jetzt mittlerweile schon relativ viele YouTuber, die von YouTube leben sozusagen. Bedeutet, man kann damit natürlich auch Geld verdienen. Also man merkt schon, dass YouTube jetzt etwas kommerzieller geworden ist, gerade an der Werbung immer vor den Videos. Es gibt viele Leute, die sich darüber aufregen, hey, warum ist da jetzt Werbung? Aber es unterstützt letzten Endes die Leute, die hinter den Videos stecken. Und man kann auch noch Geld verdienen, indem man halt mit irgendwelchen Firmen kooperiert. Das ist so in Deutschland die unbeliebteste Variante, dass man eben einfach gegen Geld Sachen zeigt. Aber ich weiß halt, dass ich nicht gekauft bin und dass meine Meinung ehrlich ist. Ich verdiene ganz normal Geld über die Werbeeinblendung, über meinen Anteil, den ich davon kriege. Und ansonsten reicht es mir praktisch, wenn ich die Produkte zur Verfügung gestellt bekomme. Ich denke mal, das ist, also ich habe so das Gefühl, dass das alleine schon Lohn genug dafür ist, wenn man die Produkte dann später auch behalten darf, eben das Video darüber zu produzieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ja, herzlich willkommen, Thilo und Max. So, Max, du studierst ja auch nun Online-Medienmanagement und bist gerade in der Prüfungsphase. Wie kriegst du es hin mit Lernen und YouTube gleichzeitig? Wird es eng oder passt es? Also bei mir ist es gerade sehr eng. Also ich kriege kaum Videos gepostet, vor allem, weil die Videos auch alle so ein bisschen aufwendiger gestaltet sind. Also ich muss Skripte schreiben, mir die ganzen Aufnahmen überlegen. Dann habe ich auch noch eine Testphase für Produkte. Und das ist momentan echt schwierig, da regelmäßig was rauszubringen. Und noch eine Frage habe ich, wie viele Abonnenten hast du gerade? Ich bin momentan bei 4.750 oder sowas müsste es um den Dreh sein. Ist jetzt noch nicht ganz so viel, also im großen YouTube-Maß bin ich da noch nicht. Aber wow, sehr beeindruckend. Und wie war das für dich dann, interviewt zu werden? Es war mal was anderes. Also für mich war es ungewohnt, mal in eine Kamera zu reden, so wie jetzt auch gerade im Grunde genommen. Aber trotzdem eine sehr interessante Erfahrung, mal frei zu sprechen, weil die Fragen wusste ich vorher auch noch nicht. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, da mal mitzumachen. Ja, da hake ich direkt mal ein. Thilo, das Video entstand ja im Rahmen der Vorlesung Medienproduktion. Wie war das für euch als Produktionsteam, so Dreharbeiten durchzuführen? Auf welche Hürden seid ihr da gestoßen? Ja, wir wollten die YouTuber eben in der normalen Umgebung filmen, wo sie auch sonst ihre YouTube-Filme produzieren. Und daher mussten wir eben zu ihnen nach Hause fahren. Und bei Max war das relativ einfach, der ist in Stuttgart aktuell. Aber bei der Marie mussten wir eben nach Karlsruhe fahren, da mussten wir eben die Fahrt organisieren und außerdem war eben in den Räumen nicht sonderlich viel Platz, also da mussten wir auf engstem Raum produzieren. Also doch einige Hürden, aber ich bin mir sicher, es hat trotzdem alles sehr, sehr gut geklappt. Ja, dann euch beiden auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart und noch viel Spaß auf der Media Night. Danke sehr. So, das war echt ein sehr interessantes Thema mit YouTube als Job, oder? Auf jeden Fall, sehr interessant auch, welche Berufswege sich dadurch vielleicht entwickeln. Jetzt aber ein ganz anderes Thema, Skaten. Und zwar haben ein paar Kommilitonen von uns sich aufgemacht und den Skate-Shop Aaron Bees in Stuttgart besucht. Was sie alles erfahren haben, das seht ihr jetzt. Es war, glaube ich, so Anfang des Jahres 2010. Da kam so langsam die Idee auf, weil dann die Gerüchte in Stuttgart rumgingen, dass Holly 11 zumachen wird. Das war ein Skate-Shop. Das hatte schon über 10 Jahre so der Skate-Shop in Stuttgart. Und da war die Gerüchteküche so, dass es schließt bzw. aufgekauft wird. Und da war uns allen eigentlich klar, dass es so in der Form den Skate-Shop nicht mehr gibt. Kunden sind relativ schwer zu beschreiben. Ich glaube, als wir aufgemacht haben, dachten wir, hey, die Skate Kids, Leute, die skaten,
einfach so ein Zuhause für die Skater schaffen. Skaten ist ja kein Vereinssport und dachten, ja, deswegen werden halt einfach ein paar Skater vorbeikommen. Wir hängen mit denen ab, schauen fern, schauen die neuesten Videos an und nehmen mit, was sie brauchen. Also von Jacken bis Hemden, Sachen, die sie sonst in anderen Läden nicht finden würden. Wo sie auch so, ah, das ist mal ein Fundstück, so nehme ich mit. Also du kannst nicht mehr sagen, das ist ein Skater, das ist ein Hip-Hopper, das ist ein Sprüher. Von daher haben wir alle möglichen Leute. Also von einem mit, von Krawattenträger bis hin zum Skate-Red-Kid, der einfach seine Schuhe mit Tesa geflickt hat und jetzt neue braucht. Also wenn jemand reinkommt und ein Board kaufen will, was eigentlich unser Hauptgeschäft ist, weil die größte Fläche auch mit Boards bedeckt ist, das ist uns auch wichtig, dass wir so viele Boards wie möglich da haben und auch verschiedene. Und das läuft meistens so ab, es gibt eigentlich zwei Kundenrichtungen, würde ich mal sagen. Es gibt jemanden, der fährt halt schon über ein Jahr, teilweise bis 15 Jahre. Der weiß ganz genau, was für ein Board er fährt. Er weiß ganz genau, welche Größe, welche Breite, welche Marke. Und dann heißt es nur, hey, welche Größe hat das Board? Dann suche ich das raus. Ich fahre jetzt selber über 10 Jahre Skateboard. Das heißt, wenn man mir ein bisschen mehr Info gibt, sagt, hey, ich will das und das machen, ich will die Sachen fahren, die Obstacles fahren, kann ich schon relativ schnell sagen, was für ein Board man braucht. Also wir haben ein Skate-Team. Ich würde mal sagen, so BWL, Marketing, technisch hat man ein Skate-Team, weil es die Werbefläche ist. Also wir schalten keine Werbung im Radio oder irgendwie groß in Printmedien oder haben da groß Werbung, sondern wir haben unser Skate-Team, die uns nach außen hin repräsentieren. Der Skate-Shop ist eigentlich dafür da, die Szene in der Stadt zu pushen. Und das macht man, indem man Leute supportet mit Boards, alles, was die brauchen. Also eigentlich alles, was man braucht zum Skaten, vom Kopf bis Fuß. Also es ist so ein Geben und Nehmen einfach. Das, was wir denen geben, um das möglich zu machen, dass sie einfach skaten können, geben sie uns wieder zurück, indem sie uns empfehlen als guten Skateshop, weil wir sie auch unterstützen. Also wir haben auch eigene Sachen, eigene Klamotten, eigene Shirts mit dem R&B's Logo hauptsächlich drauf. Und das machen wir, weil viele einfach den Laden unterstützen wollen. Die haben vielleicht ein Problem mit der und der Marke, aber denken, hey, das ist ein cooler Laden, ich will einfach, sieht gut aus, ich mag es tragen. Also ein guter Skate-Shop macht für mich definitiv aus, dass es eine Relevanz in der Stadt hat. Dass es irgendwie was bewegt in der Stadt. Einfach eine nette Atmosphäre haben. Man muss reinkommen können, sitzen können, ohne dass man 5-mal von 5 verschiedenen Leuten gefragt wird, warum man jetzt da ist und ob man einen Schuh anprobieren will oder irgendwas. Sondern man muss kommen, Skate-Videos anschauen können, Skate-Mags müssen da sein und einfach Personal, die auch ein Grip-Tape drauf machen können, die auch wirklich Ahnung haben, von was die reden. Ja, und jetzt ist bei uns ein Teil des Produktionsteams, nämlich Christopher Wolf und Daniel Trautwein. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, erklärt mal, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so eine Doku zu machen? Ja, das war halt relativ naheliegend, weil Traude halt skatet und da kann man halt immer coole Bilder mitmachen und er halt auch irgendwie Connecte zu dem Skateshop hat und ja, so ist die Idee entstanden eigentlich. Ja, wie Grede gesagt hat, also ich kenne die halt alle ziemlich gut von dem Shop und deswegen war es einfach naheliegend, darüber auch irgendwie ein Video zu machen. Daniel, was ist für dich die Faszination am Skaten? Das Coolste am Skaten ist eigentlich, dass du nicht an Termine gefesselt bist. Also du kannst losgehen, wann du willst und du kannst dann auch eigentlich machen, was du willst. Und die Freiheit ist es eigentlich auch, was das Skaten ausmacht für mich. Ja, Christopher, wie war für dich die Erfahrung? War das dein erster Dreh? Ja, für mich war das der erste Dreh, wo ich selber gedreht habe sozusagen. Also sozusagen hinter der Kamera stand. Habe schon Musikvideos so gedreht, wo ich halt gefilmt wurde sozusagen. Ja, aber so, das war halt so das erste Mal und auch halt das zu schneiden und so der ganze Klimbim. Nicht schlecht, ja. Wie war es denn jetzt für euch, so die erste Erfahrung? Würdet ihr so ein Projekt nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich denke mal, ich glaube, das kommt auch nochmal auf uns zu, irgendwie im sechsten Semester oder so. Ja, sehe ich genauso. Also das war auf jeden Fall eine der Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben dieses Semester. Und deswegen freue ich mich auch aufs Nächste. Ja, das war es auch schon mit euch beiden. Ihr habt ja hier auch noch was zu tun. Ihr müsst gleich wieder zurück ans Tonpult. Da wollen wir auch euch nicht von abhalten. Also vielen Dank euch beiden. Gerne. Philipp, sag mal, kannst du eigentlich malen? Also Strichmännchen bekomme ich ganz gut hin. Aber ja, darüber okay. Hinaus, nein. Aber der Darsteller in unserem nächsten Beitrag, der kann das verdammt gut. Und was genau er macht, das schauen wir uns jetzt an. I think one thing I really like about coming to Stuttgart is that at least within the campus, there's such a vibrant culture and this incredible amount of energy that I can just feel in this place. I've made so much good friends, international friends, and I must say that whatever they are doing, it really inspired me to do more about my own art. And there are people who were in competitions like rapping competitions or hip-hop dance competitions. And there are like professional photographers, journalists who are all just doing their own stuff and having so much passion about their dreams, you know, and they're working so hard to try and achieve this goal in their mind. And I really think that this environment, it really kind of pushed me to do more. I think the closest, or rather, if you would draw a parallel of my style and specific art movement, it would be Impressionism. Yeah, I think I really like Impressionism because it's the study of color and how colors it interacts with each other on the canvas, and. That's what I'm really interested in because I believe in depicting a feeling or a mood rather than all the details, because I don't like to show all the details in my drawings or paintings. There's something I learned from one of my art teacher back in Singapore. And one thing I really like about how he paints, or rather his theories in drawings or paintings or even designings, is that you have to hide some to show some.
I believe that first impression is really important for any subject matter. So what I do usually is that when I see something I like, I would take like a mental picture of it, and after a while I would draw it out with that impression in my head, and I will add only certain details which I took notice when I was looking at the subject matter. I think I'm still in a stage of experimenting on different techniques so that I know which are the ones that I really like. But right now I have a few preferences. So for paintings, I really like oil. And for drawing or sketching, I really like ink. Because just by adding a different amount of water to the ink, you can do all sorts of different styles of rendering, soft edge or hard edge. It can totally be created using ink, and it's really convenient, it's really fast. So for sketching and drawing, I really prefer ink. Yeah, sometimes when I draw, it's really just, it feels more like playing. I'm just playing with the ink. And yeah, it's something that's really fun, because I believe that whatever you do, you cannot leave out the fun factor from it. Everything you do should be fun. It's supposed to be fun. That's how you can enjoy everything you do. So, wir haben jetzt Veronika und Josef. Beide absolvieren ein Auslandssemester an der HDM und gehören auch zum Team, welches eine kurze Dokumentation über den Maler Tim gefilmt hat. Herzlich willkommen. You guys, tell us more about your HDM experience. Actually, I really like it here at HDM because I met here many people, not only the German people, but actually the internationals. And as we made also the film about Tim, he's from Singapore. And in the group, there was Veronica from Spain, another girl, Efka from Slovakia, and also one Monica from Germany. And it was really nice also to work with her because she's like home here and she knows how the things are going. So she really helped us with the official stuff, with the papers to sign and everything. So it was very nice. What about your experience here? Yeah, I'm studying journalism, so I need to make a lot of reports and so on, and the classes are in German, but the people here in Germany, they speak really good English. That doesn't happen in Spain, and we can talk in English all the time. They have no problem to explain us what to do or what the teacher said, so I think it's really, the people in Germany, it's the best thing that I had here in the HDM. So tell us a little bit more about yourselves. What do you study at home? As I said, I study journalism in Spain. I'm from Madrid. I'm 21 years old now. And yeah, here I'm studying cross media redaction and also online media management, some classes, because it's different, the programs in Spain and in Germany. So what about you? What do you study at home? I study media communication in Slovakia. So actually media communication, it means everything. But in my studies, I'm focusing on photography and video production, and in photography actually in the older techniques like analog photography with films or pinhole photography. And really it makes me fun because today everything is digital, everything is so fast. And when you shoot film, you just relax, slow down, and it's really nice for me. Well, thank you very much for being here. I hope you enjoy your time here and good luck. Schick siehst du heute aus, Philipp. Dankeschön, du auch. Dankeschön. Bestimmt hast du dich inspirieren lassen von Fashionbox. Nein, das ist jetzt sogar eine Eigenkreation. Aber was ist eigentlich Fashionbox? Na dann, gut aufgepasst.
Hallo, ich bin Tobias und habe heute einen ganz besonderen Gast da, Steffen. Hi Steffen. Hi Tobi. Du betreibst einen eigenen Online-Modeblog namens Fashionbox. Und wie bist du denn auf die Idee gekommen, so einen Modeblog zu gründen? Das war eigentlich vor ein paar Jahren, hat ein Kumpel mir erzählt von Affiliate Marketing, dass man halt im Internet Geld verdienen kann mit so selbstgeschriebenen Sachen und so. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, was ich machen kann, wo es noch eine Nische gibt in Deutschland. Bin dann irgendwann bei Männermode hängen geblieben, weil mich das irgendwie auch ein bisschen selber interessiert. Gucke immer viele im Internet und so nach Klamotten halt und habe mir dann halt gedacht, okay, guckst mal, was es noch nicht so gibt. Habe dann ein bisschen in Amerika und England rumgeforscht, was es noch nicht gibt. Habe mich dann ein bisschen auf Beratung spezialisiert und habe dann halt angefangen zu schreiben. Okay. Und du hast ja auch ab und zu ein paar Aktionen, die du auch groß auf Facebook bewirbst. Eine davon hast du ja heute an, deine Jeans. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen zu der Geschichte? Ja, klar. Das war jetzt eine Kooperation mit der Jeanshalle in Stuttgart. Die kennen halt meinen Blog und haben ihn halt gelesen und wussten halt, dass ich Nudie Jeans gerne trage. Das ist jetzt eine Nudie Jeans, ungewaschen, Dry Denim nennt sich das Ganze. Die trägt man 6 bis 8 Monate lang, ohne sie zu waschen. Wenn es stinkt oder so, dann haut man sie einfach mal kurz nach draußen oder in die Tiefkühltruhe, damit die Bakterien rausgehen. Ja, nach 6 bis 8 Wochen hast du dann überall in der Jeans ja, Gebrauchsspuren sozusagen, also hast halt Falten in den Knien, unten am Schuh, wenn sich die so aufknittert, hast hinten dann mal dein Portemonnaie drin und man sieht dein Portemonnaie, den Abdruck, oben das Handy und so weiter und dann hast du halt am Ende deine Jeans, die dann sozusagen deine eigene Geschichte erzählt und das fand ich schon immer ganz cool und ja, das war so eine lässige Kooperation, was wir dann halt über Facebook und Instagram und hast du nicht gesehen, alles verbreitet haben. Und fühlst du dich dann auch verpflichtet, die verschiedenen Marken zu tragen, die dich so ein bisschen sponsoren? Eigentlich gar nicht. Wenn ich die Sachen nicht cool finde, dann trage ich sie auch nicht. Und ja, wenn ich coole Sachen bekomme und die selber mag, dann trage ich die natürlich auch gerne. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich verpflichtet fühle, wenn ich irgendwas zugeschickt kriege, dass ich die dann irgendwie tragen muss oder so. Dann verkaufe ich die halt oder schmeiße den Müll oder sonst irgendwas. Du hast ja auch spezielle Gewinnspiele für deine Facebook-Fans, unter anderem die unendliche Geschichte, wo sie ein bisschen was gewinnen können. Was hast du denn damit so auf die Reihe gestellt? Darum geht es eigentlich eher so um das Involvement der Community, also auf Facebook, dass sie sich untereinander kennenlernen und das ist dann einfach eine Geschichte, die ich angefangen zu schreiben und ja, die Community kann sie dann quasi zu Ende bringen, kann sich lustige Sachen einfallen lassen. Dadurch lesen sie halt die Beiträge von den anderen Leuten, lernen sich so ein bisschen kennen und es ist einfach so ein bisschen mehr so ein Familiengefühl, als wenn du einfach immer nur mit der Marke oder mit der Seite halt in Kontakt stehst, als mit den anderen Usern. Okay. Und du hast ja auch eine relativ große Community, also 5500 Fans momentan auf Facebook. Wie bist du denn zu der großen Community gekommen und vor allem zu so einer so aktiven Community? Ja, es geht eigentlich mehr oder weniger, ging es halt vor 2 Jahren mit dem Blog los, habe ich halt auch gleich eine Facebook-Seite gegründet und dann hat sich das halt nach und nach entwickelt. Ich bin halt immer dran geblieben, hat halt immer was mit den Leuten gemacht, habe sie halt integriert in den Blog, habe sie gefragt, was für Themen sie gerne hätten, woran sie Interesse haben, woran nicht. Und so ist es dann halt nach und nach gewachsen und ich bin eigentlich ganz glücklich, dass die alle so aktiv geblieben sind. Und wie schaut bei dir so ein typischer Shopping-Tag aus? Eher jetzt gerade auf der Königstraße unterwegs oder nur vom Laptop online? Also auf der Königstraße mache ich eigentlich nur mit Freunden oder so, wenn ich einfach Bock habe, irgendwie was mit denen zu unternehmen und da geht man halt, bummelt man durch die Stadt und guckt ein bisschen rum oder so, aber wenn ich wirklich was für mich kaufen will, dann gucke ich einmal online die Stores durch, schnack dann mit den Leuten, wo ich weiß, die können auch noch ein bisschen was biegen und so oder kriege halt irgendwelche Gutscheine oder sonst irgendwas, also es ist eigentlich selten, dass ich online noch was bezahle. Und zum Schluss mal noch die Meinung eines Experten, so mein Outfit für heute, das geht noch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man uns anschaut, ist es ja relativ ähnlich. Weißes T-Shirt, offenes Hemd, Jeans bzw. Chino-Hose, paar Schuhe, passt schon. Das Wichtige ist halt, dass man sich wohlfühlt und dann kann man eigentlich alles tragen, wenn man davon selber überzeugt ist, dass man so gut gekleidet ist, dann passt es eigentlich immer schon. Alles klar. Dann vielen Dank, Steffen. Und darauf würde ich sagen, noch ein Bier. Ja. Und weiterhin noch viel Erfolg mit Fashionbox. Jo, danke schön. Ja, gerade noch im Video zu sehen und jetzt schon bei uns, Steffen und Tobias. Schön, dass ihr da seid.
Steffen, das sah ja sehr souverän aus bei dir. Wurdest du schon mal interviewt? Also das Interview, wo ich selber interviewt wurde, war es das erste Mal. Aber es war halt bei einer Kommilitonin zu Hause mit einem Bierchen in der Hand. Das ist halt eine relativ entspannte Situation. Deswegen war das jetzt halt nicht so das Ding. Steffen, erzähl mal, du studierst ja auch Online-Medienmanagement. Welche Erfahrungen aus dem Studium helfen dir beim Betreiben deines Blogs? Es ist auf jeden Fall, dass man sich besser professionalisieren kann, weil man halt Ansprechpartner hat, die sich auskennen. Und zum anderen kann man sich halt auch deutlich breiter aufstellen. Man kann jetzt zum Beispiel mit unseren Videoprojekten einfach Videos posten, was ich halt vorher nicht konnte. Und von daher hilft es halt, sich ein bisschen breiter aufzustellen und dem Leser einfach noch ein bisschen mehr zu bieten. Ja, Tobias, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, den Steffen mit Fashionbox zu interviewen? Ja, das war eigentlich eine relativ einleuchtende Idee. Steffen studiert mit uns im selben Semester hier um UMM und es hat sich eigentlich im ersten Semester schon rumgesprochen, dass Steffen einen Modeblog hat und auch speziell die Mädels haben sich dafür sehr interessiert und da dachten wir uns, machen wir mal ein Interview mit Steffen. Ja, ist ja auch sehr interessant geworden. Wie seid die Szene am Ende mit dem Bier? Was hat es damit auf sich? Ja, das war eigentlich eine relativ spontane Idee von den Mädels, glaube ich, so beim Setaufbau. Wir haben ja so einen Tresen und so ein bisschen Hocker und da war es dann so ein bisschen so die Barszene und da dachten wir, ja, würde ein Bier dazu passen. Das war so ein spontaner Einfall. Gut, dann auf jeden Fall. So, dann wir bedanken uns genau. Bei euch fürs Kommen und man sieht sich. Danke, danke. Ja, Riem, sag mal, magst du eigentlich Gedichte? Eigentlich nicht, aber wenn die witzig sind, ja, vielleicht schon. Dann habe ich, glaube ich, was für dich. Jetzt geht es nämlich um Poetry Slam. Da bin ich mal gespannt. Weil Poetry Slam ist Glitzer. Ja, ich wollte Rapper werden und bin das aber auch geworden. Kindergarten mit 3, Grundschule mit 6, Gymnasium mit 8, Abi mit 12, Bachelor mit 14, Master mit 16, Doktor mit 18, Professor mit 20, Tod mit 27, supergeil! Und mach jetzt beides, weil ich dachte, Poetry Slam ist wack und ich mach's tight. Es gibt beim Poetry Slam 3 Regeln. Sie müssen einen selbstgeschriebenen Text vortragen. Regel 1, Sie müssen dieses innerhalb eines Zeitlimits tun. Das sind bei uns 6 Minuten. Und dritte Regel, Sie müssen diese Performance ohne jegliche Hilfsmittel ablegen. Doch ich brauche für den Text eure Hilfe. Wann immer ich die Hand in diesem Glitzerholzding hebe, macht ihr ein möglichst episches Geräusch. Zum Beispiel, wir üben das einmal. Oh nein. Okay, können wir nochmal von vorne mal? Ja, ich wollte eigentlich Rapper werden und bin dann gescheitert, weil ich kein Rapper bin und dann bin ich halt zu Poetry Slam gegangen. Ist ja wie Hip-Hop, bloß ohne Hip-Hop. Das Schlimmste, was mir tatsächlich passiert ist in meinem jungen Leben, war eine Unterhaltung mit einem Pärchen auf einer Party, die mich gefragt haben, was ich denn so studiere. Und ich habe damals ganz ehrlich geantwortet, ich studiere Kulturen und Sprachen des Vorderen Orients mit Schwerpunkt auf Islamwissenschaft. Und die Reaktion war ähnlich. Sie meinten, cool. Und er dann so, ich habe auch schon mal einen Döner gegessen. So. Ja, so. Ich mag's, weiß nicht, so Rampensau-Ding. So. Man mag es einfach, Leute zu belustigen. So, das ist keine Unterhaltung. Ich sag auch nicht Hallo. Wie heißt du? Ja, Thorsten. Was studierst du? Politikwissenschaften. Krass, ich habe auch schon mal gewählt. Ja, ich verdiene halt mein Geld jetzt damit. Genau. Es hat nicht funktioniert. Der talentierteste Battlemönch war Crow. Zifix. Einige seiner eloquentesten Punchlines klangen wie folgt.
Aus dem Nabel deiner Mutter trank ich billigen Shampoos, nahm ihr dabei die Beichte ab, et Spiritus Sanctus. Oder aber, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du bist scheiße und du weißt es. Das ist jetzt doof. Ich bin schon richtig betrunken. Müsste man mal googeln. Google ist sowieso krass. Voll die gute Idee. Wer hatte die? So eine Idee müsste man mal haben. Man müsste Google mal googeln. Vielleicht weiß Wikipedia ja was dazu. Müsste man mal wikipedieren. Starten die da so einen Hip-Hop-Cypher, komm ich immer und freestyle in Gebärdensprachen. Aber wir haben einen Gewinner. Wo ist es eng hier? Macht ihr. Und er heißt... Er heißt David Friedrich, bei mir piepst jetzt im Ohr. Euer Gewinner! Des Grandmaster Poetry Slam. David Friedrich aus Hamburg. Ich fühle mich sehr gut, es hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Glitzer und ja, das war ein sehr spezieller Slam. Es war sehr schön, sehr tolle Stimmung in Stuttgart. Denn, Zitat, käme jetzt in diesem Moment eine Fee vorbei, jetzt, und sagt, ich habe 3 Wünsche frei, dann wüsste ich wirklich gerade keinen. Ich wüsste gerade keinen. Guten Morgen, liebe Welt. Ja, mein Glas ist halb leer. Aber das ist Whisky. Den kriegt man so. Ja, was sagst du jetzt? Gefallen dir Gedichte in der Form? Ja, so gefallen mir die Gedichte auf jeden Fall. So ist gut. Schön. Ja, die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Wir sind jetzt sogar schon fast am Ende unserer Sendung. Eine Kleinigkeit zur Verabschiedung haben wir aber noch. Während wir hier live auf Sendung waren, war ein Team von uns hier auf der Media Night unterwegs und hat einige Impressionen eingefangen mit dem Ziel, euch die Media Night zu erklären. Die zeigen wir euch jetzt noch und damit von uns. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zur diesjährigen Media Night im Jahre 2014. Ich bin der Spiro, studiere Online-Media-Management hier an der Hochschule der Medien im 3. Semester. Im Folgenden werde ich euch ein paar Impressionen der diesjährigen Media Night zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt mit! Und sie wird uns im ganz kurzen erläutern, worum es heute geht und was sie präsentiert. Ja, ich präsentiere heute die Vielseitig, die neue Studentenzeitschrift an der HDM. Und darin haben jetzt die Studenten aus allen möglichen Studiengängen ein Semester lang dran gearbeitet. Vom Text her, vom Layout und Druck. Es wurde auch hier an der HDM gedruckt. Und heute präsentieren wir eben das fertige Exemplar und wir sind alle sehr stolz darauf. Und ja, wir hoffen, dass sehr viele Leute heute vorbeikommen und sich das Exemplar anschauen, eins mitnehmen und dann auch Feedback dazu geben. Wir zeigen heute hier auf unserem Stand auf der Media Night, was wir im Laufe des Semesters so gemacht haben. Wir haben im Fach Medienproduktion, wie der Name schon verrät, eigentlich Medien produziert. Das heißt, wir haben Fotostories gemacht, wir haben Interviews gedreht und auch Kurzfilme. Und so ein bisschen was davon zeigen wir heute. Einfach mal in dem Publikum, was man so erreichen kann in kurzer Zeit. Und das Ganze gibt es hier auf der Media Night auf unserem Stand. Wir machen ein Video auch für unseren YouTube-Channel.
Der YouTube-Channel umfasst verschiedene Videos rund um den Studienalltag, rund um die Inhalte unseres Studiums. Wir haben eine animierte Figur, die Lisa heißt, die eben die Möglichkeit bietet, für neue oder für Erstsemester quasi einen Überblick über das Studium zu bekommen. Unter anderem gibt es auch Videos von der letzten Media Night und ja, über diese Media Night machen wir auch nochmal ein Video. Coole Sache! Wir präsentieren heute unser Abschlussprojekt, unsere Media Kompakt, unsere Studentenzeitung. Und unser Thema der Zeitung ist Neo Nature. Und deswegen haben wir uns überlegt, hier ein bisschen Natur um uns herum aufzubauen und unseren Gästen Insekten anzubieten, dass sie das ein bisschen testen können. Willst du auch mal? Ja klar, sehr gerne.